Ästhetische Bildung, Gerd Selle. Zu Beginn der 70er Jahre kommt es zur Diskussion über die Relevanz des Kunstunterrichts. Kern der Diskussion ist die Frage, ob Kunst in der Schule lehrbar sei. Die zwei Hauptakteure dieser Diskussion sind Gunther Otto und Gerd Selle. Otto, der Fachdidaktiker der beiden, vertritt die Meinung, dass Kunst lehrbar sei. Er nennt sein pädagogisches Konzept ästhetische Erziehung. Für ihn steht das Bild im Vordergrund. Er unterscheidet zwei Arten, wie Kunst gelehrt werden kann. Zum einen durch das Interpretieren und Analysieren von Bildern und zum anderen durch das Erlernen von Bildaufbau und verschiedenen Techniken. Beide Arten lassen sich laut Otto sehr wohl in der Schule lehren. Der Lehrer nimmt hierfür eine begleitende Rolle ein. Er schafft eine Lernumgebung, in der sich die Schüler durch Experimente, Überraschungen und Zufälle der Kunst nähern können. Mit diesen Mitteln bringt der Lehrer die Kunst ins Klassenzimmer und macht sie so für die Schüler greifbar und lehrbar. Der Künstlerdidaktiker Gerd Selle ist ganz anderer Meinung. Für ihn ist Kunst nicht lehrbar, sondern nur erfahrbar. Er stellt Otto den Begriff der ästhetischen Bildung entgegen. Für ihn steht das Subjekt mit seinen persönlichen Erfahrungen im Zentrum, welche es von der Idee über das Material, die Gestaltung, Reflexion und Präsentation macht. Dieser Prozess der Selbstbildung ist laut Selle nicht plan- oder lehrbar, da er ausschließlich vom Lernenden gesteuert wird. Dabei tritt der Lehrer an den Rand des Geschehens und ermöglicht so den Schülern die individuelle Auseinandersetzung mit der Kunst, dem Prozess und sich selbst. Kreativität kann nicht gelehrt, sondern nur anhand von Experimenten und dem Mut, etwas Neues zu probieren, erfahren werden. Hierzu zählt Selle auch explizit das Machen von Fehlern, denn nur durch sie lernt man seiner Meinung nach wirklich. Im Gegensatz zu Otto bezieht er sich nicht nur auf Bilder, sondern auch auf performative, poetische, plastische, musikalische und materialerkundende Kunst. Die Kunst sei zu eigen, um sie in die Rahmenbedingungen der Schule zu pressen, womit man ihr nicht gerecht werden würde. Ästhetische Bildung sei nur außerhalb der regulären Schulstruktur möglich, weshalb er offenen Unterricht in Form von Werkstattarbeit und die Unabhängigkeit vom 45-Minuten-Takt fordert, wodurch längere Projekte ermöglicht würden. Außerdem fordert Selle Experimente mit Ergebnisoffenheit. Hierbei soll der Gestaltungsprozess und nicht das Ziel im Vordergrund stehen. Nach Selle dient diese Art der Selbstbildung der Selbsterfahrung. Selles Gegner kritisieren an seinem radikalen Konzept, dass durch die fehlende Vermittlung theoretischer Grundkenntnisse vielen Ergebnissen des Gestaltungsprozesses ein gewisser Improvisations- und Bastelcharakter anhafte. Auch das eigenverantwortliche Auseinandersetzen mit der Kunst böge die Gefahr, dass nicht jeder einen Zugang zu ihr finden könne und somit weiterhin im Dunkeln tappe. Der für die Praxis relevanteste Kritikpunkt betrifft die Anwendbarkeit dieses projektorientierten Ansatzes im eng gesteckten zeitlichen Rahmen der staatlichen Schulen. Somit ist Selles Idee eher als eine gezielt einzusetzende Methode der Projektarbeit und nicht als generell praktikabler Unterrichtsansatz zu verstehen. Selle stellt, im Gegensatz zu Ottos strenger Sachorientierung, das Subjekt in den Mittelpunkt, was sein Konzept der ästhetischen Bildung für die aktuelle Kunstpädagogik als unverzichtbar erscheinen lässt.